Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Kurzvideoreihe Tierschutzrecht verständlich. Heute widmen wir uns einem in der Praxis sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich der Frage, wer darf nun eigentlich Tiere öffentlich zum Verschenken oder zum Verkaufen anbieten? Welche Fälle haben wir dabei im Auge? Darf der Züchter seine Tiere im Internet anbieten zum Verkaufen? Darf man für die Oma, die ins Altersheim kommt und ihre Katze nicht mitnehmen kann, ein neues Plätzchen für die Katze suchen? Darf ein Tierschutzverein, der Tiere aus dem Ausland nach Österreich vermittelt, darf dieser diese Tiere öffentlich im Internet anbieten zur Vergabe? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man in den § 8a Tierschutzgesetz reinschauen. Dort steht nämlich drinnen, dass grundsätzlich mal das öffentliche Anbieten von Tieren verboten ist. Da stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet öffentliches Anbieten? Öffentliches Anbieten kann man sich so vorstellen, sobald ich mich an einen unbestimmten Personenkreis widme, der jetzt über meinen persönlichen Freundeskreis oder die Familie hinausgeht, dann biete ich etwas öffentlich an. Das heißt zum Beispiel der Aushang im Supermarkt, das Inserat in der Zeitung, die Homepage im Internet, aber auch Social Media wie Facebook oder große Internetmarktplätze und Börsen, all diese fallen unter diesen Begriff öffentliches Anbieten. Also wenn ich dort inseriere oder hochlade oder ein Inserat schalte, dann bin ich im öffentlichen Bereich. Fälle, in denen ich das Tier wirklich mitnehme und öffentlich zum Verkauf anbiete, das ist ohnehin verboten. Also auf öffentlichen Plätzen Tiere anzubieten, wie zum Beispiel der Hund, der dann auf der Marie-Hilfer-Straße angeboten wird, aus dem Karton heraus, das ist auf jeden Fall verboten. Tiere auf öffentlichen Plätzen direkt anzubieten, ist nur zulässig, wenn ich eine eigene Bewilligung dafür habe, für einen sogenannten Tiermarkt oder eine Tierbörse. Die zweite wichtige Frage, die sich stellt, ist, wer ist nun eigentlich von diesem Verbot ausgenommen? Dazu sieht § 8a Folgendes vor. Zoofachhandlungen, die eine behördliche Genehmigung haben, die sind ausgenommen, die dürfen öffentlich anbieten. Tierheime, das Gleiche, auch diese dürfen nicht öffentlich ihre Tiere vermitteln. Der Züchter, der sich bei der Behörde gemeldet hat, seine Zucht, vor Aufnahme der Zucht, auch der darf Tiere öffentlich anbieten. Bei Tierschutzvereinen muss man jetzt differenzieren zwischen Tierschutzvereinen, die in Österreich tätig sind, also Tiere aus Österreich quasi, an Österreicherinnen und Österreicher zu vermitteln, und sogenannte Auslandstierschutzvereine. Beide müssen jedenfalls eine Bewilligung haben nach dem Tierschutzgesetz und eine Betriebsstätte aufweisen können. Und dann ist es wichtig, dass immer, bevor ich die Tiere dann wirklich vermittle, dass diese Tiere in der Betriebsstätte waren und dort von einem Tierarzt auch wirklich durchgecheckt worden sind. Unter diesen Voraussetzungen dürfen auch eben Tierschutzorganisationen und Tierschutzvereine Tiere öffentlich anbieten und vermitteln. Ein besonderer Fall ist jetzt noch für Einzelpersonen, die eben nicht in der Lage sind, das Tier noch zu halten oder es auch nicht mehr halten dürfen. Das war der eingehende Fall mit der Oma, die ins Altersheim kommt, oder einem Patienten, der im Krankenhaus länger aufhältig ist, oder auch wenn man eine Haftstrafe antreten muss. Ja? Also in all diesen Fällen kann es passieren, dass die Tiere eben vielleicht schnell vermittelt werden müssen. Und da ist jetzt die Frage, ob das auch Privatpersonen dürfen. Und dazu sieht das Gesetz vor, dass wenn das Tier ein Mindestalter von 6 Monaten erreicht hat oder bei Hunden und Katzen die bleibenden Eckzähne ausgebildet sind, dann dürfen auch einzelne individuell bestimmbare Tiere online angeboten werden oder auch öffentlich angeboten werden. Da ist noch wichtig, bei Hunden zu sagen, dass diese mindestens 16 Wochen in der Heimtierdatenbank gemeldet gewesen sein müssen. Warum ist das irgendwie so eine komplizierte Regelung? Der Hintergrund des 8a ist ja vor allem der illegale Welpenhandel von Hunden- und Katzenwelpen. Und deswegen haben wir auch dann da wirklich versucht, auch bei Privatpersonen keine Schlupflöcher offen zu lassen und sicherzugehen, dass da kein Unwesen getrieben wird zum Leid der Tiere. Zum Abschluss möchte ich noch zwei Dinge mitgeben. Nämlich erstens, an wen kann ich mich wenden oder was kann ich tun, wenn mir Inserate auffallen, vor allem online, die möglicherweise illegal sind. Da empfehlen wir immer als ersten Schritt, da das oftmals auf Internetplattformen passiert, sich an die Betreiberinnen dieser Plattformen zu wenden, denn diese können die Inserate prüfen und notfalls offline stellen. Und zum anderen, vor allem dann sinnvoll, wenn ich schon konkretere Angaben habe, zum Namen, zur Adresse des Anbieters, der Anbieterin, dann an die zuständige Veterinärbehörde melden, also wenden.
Und zum Zweiten ein Appell und eine Warnung. Der Appell, wenn ihr euch Tiere anschaffen wollt, schaut zuerst ins lokale Tierheim. Dort warten ganz, ganz viele Tiere auf neue Besitzer, auf neue Besitzerinnen. Und es hat den Vorteil, man kann die Tiere auch kennenlernen, bevor man sie dann mit nach Hause nimmt. Und zum Zweiten die Warnung, wirklich Finger weg, sich Tiere aus dem Ausland liefern zu lassen, Tiere im Internet zu bestellen und sich liefern zu lassen. Da steckt zumeist großes Tierleid dahinter und man unterstützt wirklich auch teilweise mafiöse Strukturen. Nächstes Mal widmen wir uns einem Thema, das perfekt zur Jahreszeit passt. Nämlich der Frage, wie muss ich eigentlich meine Fenster, meinen Balkon, meine Terrasse sichern, damit die Katzen nicht rausfallen, nicht rausstürzen können. Dies und was es sonst noch alles für Vorgaben gibt, die Katzenbesitzerinnen beachten müssen, das werden wir euch nächstes Mal näher bringen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe aus der Wiener Tierschutzombudsstelle. Läuft. Weil ich bin ja abgeschnitten, oder? Ja. Nein.